Guten Tag, willkommen zurück zu Graveyard Keeper. Wir müssen jetzt mit Schlange. Ich finde Schlange, da kannst du einfach auch auf Deutsch übersetzen. Snake sagen sie dann im Original, Schlange. Das ist dann so ein bisschen wie bei Kevin allein zu Hause hier. Ist er nicht da doch? Da ist er doch. Hallöchen. Weißt du irgendwas über den Schlüssel für die 11. Kerkerebene? Das Wissen darum ist verboten. Ich glaube nicht, dass du jetzt schon bereit bist, alle meine Geheimnisse zu erfahren. Es wird vermutlich deine letzte Aufgabe sein, dich ganz tief in den Kerker zu wagen. Ach, weißt du was? Du kannst mich mal am Arsch lecken, weißt du das? Das ist doch... Ist der Kerker denn jetzt... Ist das Level wieder zurückgesetzt? Das würde ich gerne noch wissen. So, ich bin jetzt hier. Das sah beim letzten Mal genauso aus wie jetzt. Ach, das ist doch wohl frech. Ich frage mich, ob ich es zurücksetzen will. Weil wenn nicht, dann ist das ja auch nicht so schlimm. Nö, wir lassen es einfach mal so, wie es ist. Damit sich jetzt auch nichts dran rütteln. Egal, ob du hier bist und nicht. Wie viele Punkte wollte der? 20? Wie soll ich das denn machen? Wie stellte der sich das vor hier? Das ist auch wieder so eine Idee von dem jetzt hier, ne? Schädelsäule, Schädel an der Wand. Das heißt, ich muss jetzt eigentlich nur Schädel sammeln. Okay. Jetzt habe ich auch noch meinen Schläferzug da oben. Gute Nacht. Rotwein, das haben wir auch nie wieder benutzt. Ach. Ja. So nehme ich. Genau, da ist unsere nächste Arbeitskraft. Okay. Hoffen wir mal, dass das eine gute ist. Obwohl ich auch nicht wirklich weiß, ob es da große Unterschiede gibt. Ich würde einfach den Erstbesten, den ich da habe, auf eine ordentliche Punktzahl an Schädeln bringen. Und dann ist vorbei. Langfristig gesehen müssen wir sowieso den ganzen Friedhof nochmal ummodeln. Da habe ich auch nicht so viel Bock drauf. Aber, was Mut, das Mut. Damit wir da ordentlich Punkte kriegen. Wir können ja jetzt mittlerweile das so machen, dass die Leichen nicht mehr verwesen, wenn die im Boden sind. Da, 97%. Nur weil ich heute ausgeschlafen habe. Okay. Wer nicht aus den Federn kommt, den beißen alle. Das ist schon mal nicht schlecht. Plus ein Rot. So, Blut und Fett ist ja sowieso immer drin. Ich könnte... Was ich auch machen könnte, wäre einfach dem den Kopf abnehmen. So, minus, plus, nee, das ist gut. Plus, Nee. Kann ich nicht dem den Schädel? Und das Herz wegnehmen? Ich versuche jetzt mal gerade das Spiel zu verstehen. Jetzt in Folge 133 ist das vielleicht mal angebracht. Okay, warte mal, wenn ich das jetzt hier wegnehme, dann müsste der einfach auch zwei von diesen... Ja, genau, das ist ein Idiot verstanden. Gut, dass wir den Perk haben, weil andernfalls hätte ich ja auch gar keine Ahnung gehabt, wie es geht. Der kriegt jetzt richtig Punkte, ne? Wenn ich das richtig sehe, dann ist das ein guter. Obwohl irgendwas war da mit der... Ich glaube, der durfte nicht aus eigener Kraft irgendwie einen Schädel verloren haben. Sonst konntest du den nicht zum Handlanger machen. Ich bin jetzt echt kurz davor, mich einfach daneben zu stellen und zu warten, bis er fertig ist. Ich glaube, wenn das ein privates Spiel wäre, dann hätte ich das gemacht. Nicht einfach geguckt. Ja, und ich danke euch nochmal für die Tipps, was das Angeln angeht. Dass ich auch Frösche durchs Angeln kriege und so weiter und so fort. Ja, A, Dankeschön, B, ich werde hier in diesem Spiel nicht angeln. Weil, warum auch? Die coolen Sachen, die wir hier so haben, die kriegen wir auch irgendwie durch andere Mechanismen. Oder kaufen die, oder was auch immer. Das Angeln ist hier ja so wie in Stardew Valley. Also wirklich, 1:1 wie in Stardew Valley. Es ist so, als wäre das das gleiche Spiel. Und ich weiß nicht, in Stardew Valley mag ich angeln. Ich finde das in Ordnung. Viele Leute finden das ja doof. Ich finde das gut. Weil das ein schöner, einfacher... Und, naja, produktiver Nebenverdienst ist, aber irgendwie...
Hier bin ich jetzt nicht so wirklich davon überzeugt. Es sei denn, irgendjemand fordert mich hier auf, dass ich nochmal ein ordentliches Fischmahl fertig mache. Und es kann auch sein, dass mir dabei einiges entgeht. Zum Beispiel schnell für irgendwelche Dinge goldene Zutaten zu kriegen, dadurch, dass ich angel. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Kann ich wirklich so null beurteilen, wie das ist. Wie viele Herzen hat er jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alter Schwede. Ich habe noch nie so einen guten Zombie gehabt. So. Da gibt er bestimmt 3% Produktivität. Ich kenne das Spiel doch. Wie viel Prozent Produktivität? 3! Okay. Du, guter Freund, das mag dir jetzt vielleicht ein bisschen gegen den Strich gehen, aber 41 Geschmacksverstärker hätte ich gerne von dir. Was? So viele? Ja. Yeah. Ja, ja. Gewöhn dich schon mal dran. Ich glaube, Zeit deines Lebens wirst du nichts anderes machen. Gar nichts. Ja. Zack. Blut nehme ich auch nochmal mit. Gab's hier nicht irgendwie auch noch so Bluteimer, die ich mache? Ich mache jetzt mal einen Folterkeller fertig. Damit wir hier das auch für Familien öffnen können. Schauen wir mal. So. Ja, ich finde, dafür sollte man dann schon Eintritt nehmen. Darf ich den mal anfassen? Nein. Kleiner Uwe, du darfst das nicht. Ich finde aber trotzdem, 20 Punkte damit zu kriegen, was wir, mit dem Zeug zu kriegen, was wir hier überhaupt zur Verfügung haben, ist jetzt nicht unbedingt einfach. Ich glaube, diese Blutbrunnen sind es einfach, aber dafür müsste man Politurpaste, Steinreparaturwerkzeug und einen polierten Stein dabei haben. Das habe ich ja alles nicht. Wie geht denn Schädel an der Wand? Ach, das kann ich auch nur zweimal machen. So, das sieht jetzt aus wie Indiana Jones. Ja, geilo. Jetzt habe ich da zweimal. Hey, hey. Kreuzigstes Skelett an der Wand. Ach komm, muss ich jetzt wirklich hier Kürbisse machen? Hm. Ja, ich glaube, das nächste Ziel, was wir haben, ist Kürbisse. Okay. Dann machen wir das doch mal. Ich weiß nicht, wie viele Kürbissamen ich noch dabei habe und vom Gefühl her würde ich sagen, ich habe zu wenig. Deswegen gehe ich jetzt direkt mal auf den Bauernhof und kaufe mal ein paar neue. Habe ich genug Platz im Inventar? Nö. Das hier hin. Es ist so ein Eisenlappen, ne? Und ein Stück Holz. Und viermal Salz. Das könnte mir einfach auch gerade egaler nicht sein. Das packen wir mal direkt in den Müll. So. So. Ach, Apuleius ist wieder da. Bring noch mal so einen guten wie letztes Mal. Das war gut. Ich finde 9 Punkte. 9 weiße Schädel. Kann man mehr als 9 weiße Schädel haben? Ich meine, ich habe ja alles gemacht, was ich konnte. Und ich habe noch diese Super-Injektion da reingemacht. Und da habe ich 9 Stück. Aber vielleicht geht das. Und ich habe gerade einfach nicht den Überblick, wie das funktioniert. So, guck mal, hier zieht der einfach immer nach links. Ich weiß auch nicht, warum. Handeln. Okay. Kürbiskerne. Bronze. Nein. Silber. Ja. Ich kann einfach auch silberne Kürbisse direkt kaufen. Mal 5 Stück. Ich weiß ja nicht, wie viel in so einem Ding drin ist. Aber langfristig würde ich eigentlich gerne auch Kürbisse auf Goldniveau haben. Man weiß ja nie, wofür man das braucht. Kann ich eigentlich... Das habe ich gar nicht nachgeguckt. Könnte ich da jetzt vielleicht einen goldenen Kürbis reinmachen und kriege dafür mehr Punkte? So wie bei anderen Sachen. Ich meine, wenn wir was kochen, ist es ja auch so. Schauen wir mal. Schauen wir doch mal. Aber zumindest haben wir jetzt eine neue Leiche von unserem Apuleius. Okay, gib mir jetzt was Gutes. Ich brauche ein paar neue Schuhe. So viel von allem wie möglich. Okay.
Alles klar. Ist tendenziell schon mal nicht schlecht. Vielleicht hätte ich gerne Fett raus. Ja, Fett und Blut immer raus. Und was jetzt? Plus einen weißen, minus einen roten. Nee, minus einen roten sowieso nicht. Plus einen weißen, plus zwei rote. Alles klar. Dann nehme ich das Herz mal raus. Aber dann kann ich nicht mehr die Goldinjektion machen. Bisschen doof, aber naja. Habe ich noch eine Silberinjektion überhaupt? Ja. Zack. Und die kommen dann direkt auf den Friedhof. Kann man eigentlich als erstes eine Kleberinjektion machen und danach erst die Silberinjektion? Ich glaube, das probiere ich demnächst einfach mal aus. Macht ja auch nur Sinn, das einfach mal geprüft zu haben. Jo. Warum brauche ich eigentlich für den Blutbrunnen kein Blut? Das ist bestimmt nur so gelbes, so rotes Wasser. Ich bescheiß alle nur. Okay. Bevor ich es vergesse. Todes Pferd. Nee, da verkaufen wir mal unsere Sachen. Es ist übrigens cool, dass wir hier rund um die Uhr verkaufen können. Das finde ich sehr gut. Oh, das war Nummer 1. Wir haben ja noch mehr. Jetzt haben wir die Kürbisse auch wieder drin. Hello? Ein Gold, 48. Sag ja, ungefähr anderthalb Gold kriegen wir dafür. Aber jetzt haben wir auch noch nicht die Volllast gehabt. Da geht eigentlich noch mehr. Haben auch nicht so viele Zwiebeln dieses Mal verkauft. Man könnte sich sogar beinahe überlegen, ob man nochmal so einen Zeitdünger fertig macht. Gerade weil wir ja mittlerweile nicht mehr ausgelastet sind hier unten in der Alchemieküche. Gute Frage. Weiß ich nicht, ob das was bringt. Es geht ja nur darum, dass der dann schneller ist. Aber ich glaube, ich müsste ja abwägen, was möchte ich lieber? Schneller oder nicht da so blöd rumklicken? Ich glaube, nicht da so blöd rumklicken müssen ist schon ein Verkaufskriterium. Das alles hier, dankeschön. Jetzt sind wir hier nämlich wieder fertig. Ich glaube, die paar Möhrchen, die nehmen wir mal mit. Wir haben ja 8 von den Kürbissamen. Ne, 11? Achso, ja, ja, natürlich sind die anderen ja auch nochmal dabei. Ja, aber gut, dass wir einkaufen waren. Sonst hätten wir nämlich nur 3 Stück gehabt. Und das reicht ja hinten und vorne nicht. Ernteabfall zerstören, ja, sicherlich. Gut, ich lasse es erstmal ruhen hier. Denn ich muss erstmal ein bisschen Alchemie noch machen, aber danach kann ich mich gerne darum kümmern. Ist auch nice, dass es auf den Strich 50 Stück sind. Ich brauche einfach viel mehr Platz im Inventar, wenn ich in den Garten rein möchte. Deswegen kümmere ich mich darum erstmal jetzt. So, das ist fertig, ne? Ja. Konservierungsinjektion. Auf geht's. Ich meine, warum sollte das denn nicht gehen? Ich finde da gerade keinen Grund, warum das nicht klappen sollte. Ich versuch's einfach demnächst mal. Die nächste Leiche, die kommt, die kriegt erst die Konservierungsinjektion und danach mache ich dann Gold und Silber rein, je nachdem, was gerade angebracht ist. So, jetzt würde ich aber gerne von ihm wissen, wo er hin produziert. Sag ich dir nicht. Hier nicht? Ich glaube hierhin, ja. Das ist schon mal nicht schlecht. Gibt's Schlimmeres, aber ist in Ordnung. Ja. Jetzt kann ich hier nämlich. Der braucht aber auch schon lange, ne? Aber gut, es ist so ein gewisses passives Einkommen, was ich hier dadurch habe. Wie gesagt, Mick Knauf wäre begeistert. Der wird direkt mit seinen 10 an die ISS morsen.
Oh, 5 von denen habe ich. Was brauche ich denn noch? Nur Bretter oder auch noch irgendwie Knochen oder sowas? Schädel, 2 Bretter und einen Kürbis. Ja. Erschwinglich auch, ne? Das ist ja wirklich erschwinglich. Dann kriegen wir das ja schon relativ schnell fertig jetzt. Also nicht, dass mich das stören würde, ganz im Gegenteil. Nein, das hier nur. Okay, Kürbisse und Schädel. Ach, ich hab jetzt... Ich hätte beim letzten Mal irgendwie mit dem Schädel ja noch einen roten Totenkopf mehr machen können. Und dann hätte ich dann meine Goldinjektion verwenden können, oder? Wie war das? So wie ich es beim Mal davor auch gemacht habe. Deswegen... Springt jetzt nicht alle auf die Barrikaden. Ich weiß ja theoretisch, wie es geht. Aber manchmal hapert es dann einfach. So. Hier. Da ist ja schon jetzt die nächste. Ja, dann machen wir das mal direkt. Dann kriegt er ja jetzt erstmal das Schonprogramm und danach die Goldliese. Dann ist es nämlich so, wenn ich den da vergessen sollte, dass der dann nicht weiter verwest. Das ist schon mal nicht schlecht. Okay. Minus einen roten. Das heißt, dadurch kriege ich einen roten mehr. Plus 2 weiße. Nee. Plus 2 rote. Das ist ja alles nicht gut, ne? Ich glaube, ich packe den jetzt einfach direkt auf die Streckbank. So, Hallöchen! Na? Anfertigen. Bums. Macht er das auch? Ja. Und jetzt muss ich aber auch mal dem Zombie auf den Finger gucken. Wie schnell ist der? Ich habe nämlich so ein bisschen das Gefühl, dass er eher mit Arbeitsverweigerung glänzt als mit allem anderen. Und das kann er einfach auch nicht bringen, weil er irgendwie 9 Sterne hat oder so. Ja, 35. 5 hat er schon fertig. Der arbeitet da ja auch nicht. Der macht da ja nichts. Der sitzt da nur rum. 35, merken wir uns jetzt. 35 hat er drin. Ich packe ihm nochmal ein paar mehr in die Pipeline hier. Ach so. Okay. Jetzt hat er 175 da drin. Ist auch nicht schlecht. Jetzt arbeitet... Das ist ganz kryptisch. Ganz kryptisch. Der hatte doch 35 Stück, die er zu machen hatte. Und dann hat er das nicht gemacht. Wie so ein faules Stück Dreck. Ach, schade. Ich habe jetzt natürlich vergessen, die Schädel mitzunehmen. Ach du! Dann machen wir das doch jetzt. Smart Move. Ja. Ja. Gnocchi. Zack. Ja, ist er eigentlich jetzt schon fertig? Es geht fix mit dem Ding, ne? Aber trotzdem habe ich irgendwie nicht so viele Gründe, warum ich hier so viele von den Aufbereitungsanlagen reingepackt habe. So, 2 Schädel. Ach, eieiei. 2 Schädel hier. Nur 2 Schädel. Ach ja. Ich finde, da müssen wir bald wieder das Schwert rausholen. Ne? Wenn wir jetzt nur noch 2 Schädel hier haben, dann müssen wir mal wieder loslegen. Das kann doch so auch nicht bleiben. Fünf Schädel insgesamt brauche ich dafür. Nee, einen nur. So. Da. Das ist natürlich auch wieder cool. 8 Stück, ey. Blutbrunnen. Das heißt, das Spiel zwingt mich quasi, den Blutbrunnen zu machen. Was brauchen wir denn dafür? Ich fotografiere es mir mal ab. Polierter Stein, Politurpaste und so ein Steinaufbereiter. Ich habe das bestimmt beim nächsten Mal wieder vergessen.
Und deswegen ist es gut, da mal ein Foto zu haben. Sicher ist sicher. Safety first. Safety. Okay, dann gehen wir jetzt ins Bett. Und dann wird geschlafen.